Ja, Timo, bevor wir zum Sportlichen kommen, konntest du die Sommerpause so ein bisschen genießen? Ja, die letzte Woche habe ich genossen. Wir haben in den ersten 3 Wochen haben wir noch den einen oder anderen Transfer gemacht. Das war nochmal viel Arbeit, aber so die letzte Woche habe ich nochmal abschalten können und letzte Woche habe ich dann wieder auch angefangen, trotzdem auch wieder zu arbeiten, obwohl das Telefon ab und zu mal ein bisschen ruhig war, beziehungsweise ausgeschalten war. Und von daher, natürlich sind wir alle motiviert. Ich bin motiviert, dass es wieder losgeht, dass ich die Jungs wieder sehe und das ist schön. Traditionell haltet ihr auch so eine Ansprache vor der ersten Einheit. Du hast zu den Jungs gesprochen. Was gibt man da so, also ohne jetzt Details zu nennen, aber was gibt man den Jungs da so auf den Weg? Also als erstes hat der Verein natürlich ein paar Dinge angesprochen, hat sich jeder dann auch vorgestellt, weil es ja auch für die Spieler, für viele Spieler neue Personen, neue Menschen sind, was im Hintergrund ist. Ja, als Trainer sagt man, bereitet man sich natürlich vor, was man sagt, weil ich finde immer so eine Ansprache müssen Punkte auf den Tisch gelegt werden, wo der Trainer sagt, es ist einem wichtig, also gerade ehrgeizig sein, dann eine hohe Disziplin. Ich bin Disziplinfanatiker, egal ob außerhalb des Platzes oder auf dem Platz. Auf dem Platz ist unser Job, dass wir einfach frei sind, dass wir einfach Lust haben, für diesen Verein zu spielen. Und ja, das sind dann so Dinge, was man dann als Trainer dann halt auch dann einfordern muss und auch will. Und man muss es auch vorleben. Und ja, und dass wir halt einfach als Team zusammenwachsen müssen. Wir haben viele Neuzugänge, haben nächste Woche die Möglichkeit, im Trainingslager einige Dinge zu machen. Da freuen wir uns wirklich, wirklich sehr, auch Sponsorentermine bei der Firma Dr. Theiss zu machen. Und es wird was Tolles. Da hat auch der Verein wirklich uns unter die Arme gegriffen. Und das wollen wir natürlich mit guten Leistungen dann auch wieder zurückbezahlen. Und von daher, ja, sind es so diese Punkte, wo wir gesagt haben, das ist wichtig für eine Mannschaft, Teambuilding, Team zusammenfinden, gute Charaktere einzufügen, Spaß zu haben und immer halt der Fokus auf die eigene Leistung. Und ja, Willensstärke, Leidenschaft, das sind einfach Dinge, Attribute, die einfach dazugehören. Und das haben die Jungs, glaube ich, gut verstanden. Natürlich kann man jetzt nach einer Einheit noch gar nichts sagen, aber wie war so jetzt so der erste Input für dich? Wie war so der erste Eindruck? Ja, man sieht schon, dass die Jungs wieder Lust haben, Fußball zu spielen. Man muss auch sagen, dass wir, was das Spielerische anbelangt, in meinen Augen da nochmal ja, Prozente nach oben gegangen sind, was auch den Spielaufbau anbelangt, wenn man jetzt heute nicht sagt, heute muss das und das gemacht werden, sondern dass man einfach sagt, okay, heute wird einfach mal gespielt. Trotzdem muss man immer wieder Sachen auch ansprechen. Aber man sieht dann schon, dass einige Dinge schon von sich aus selber, von dem Spieler selber aus dann auch, er dann auch selber macht. Und ja, von daher war es ein gelungener Auftakt, das hat sich keiner verletzt. Stegi ist noch ein bisschen angeschlagen, der hat eine Mittelohrentzündung. Der wird erst am Mittwoch wieder dazustoßen. Aber ansonsten sind alle an Bord. Personell trotzdem ganz kurz die Nachfrage. Göss hat mitgespielt. Philipp Hoffmann hat sich, glaube ich, abseits so ein bisschen fit gehalten während dem Trainingsspiel. Wie ist der Stand? Ja, bei Hoffer ist so, dass Hoffer das Warmmachen mitgemacht hat, auch die Passform mitgemacht hat, aber er dann noch ein bisschen Probleme hat beim Spiel, bei schnellen Bewegungen. Da muss man noch aufpassen. Aber ich glaube, so wie er gesprochen hat, wo die Ärzte gesagt haben, kann schon sein, dass er vielleicht in 2 Wochen vielleicht dann komplett voll mittrainiert, mit allem drum und dran. Wir geben ihm aber die Zeit, weil er einfach lang raus war. Ist auch fast ein neuer Spieler, genauso wie auch Göss. Göss trainiert voll mit, hat ja letztes Jahr mittrainiert und auch voll mitgemacht, nur bei den Spielen. Und jetzt bei den Spielen, jetzt in der Vorbereitung, ist Göss hundertprozentig dabei. Hat jetzt einen Cut gemacht, Urlaub und jetzt neue Saison. Das Knie hält, das Knie ist fit und er ist fit und von daher sind wir alle positiv. Ja, Hans, Saisonauftakt für unseren FC 08 Homburg bedeutet auch erste Saisonansprache für dich. Was hast du den Jungs für die kommenden Wochen und Monate mit auf den Weg gegeben? Ja, also ganz neue Erfahrung für mich. Natürlich haben wir den Jungs mit auf den Weg gegeben, dass wir zum einen ein ganz anderes Standing haben wollen, wie das in der Vergangenheit war. Da zähle ich auch, sage ich mal, unseren kompletten Vorstand dazu. Das bin nicht ich allein. Wir sind zu viert im Vorstand. Wer der Erste, Zweite, Dritte, Vierte ist, ist auch wurscht. Es geht darum, dass wir als gemeinsame Einheit, die auftreten, auch zusammen mit der Mannschaft
mit allen drumherum, mit den Fans, alle gehören mit dazu. Wir haben Ziele und die können wir auch nur gemeinsam können wir die erreichen. Mit Fans, mit Spieler, mit Vorstand, mit Verantwortlichen, mit Angestellten des Vereins, alle gehören mit dazu. Ich glaube, was möglich ist, hat das Saarland-Pokalfinale gezeigt. Da waren wir nominell vielleicht vom Kader her schlechter besetzt, aber wir haben Elversberg Paroli geboten, auch mit einfach einer grünen Wand da im Hintergrund. Was hat das Spiel so mit dir gemacht und wie schaffen wir das, dass wir diesen Support, diese Energie mit in die neue Runde nehmen? Ja, also gutes Stichwort, Saarland-Pokal war auch mein erstes Spiel als Verantwortlicher hier mit Homburg. Ich bin auch im Vorfeld zur Mannschaft gegangen, habe ihnen zunächst mal Glück gewünscht, denn wie im richtigen Leben, Glück hat immer nur der Tüchtige. Wir müssen auch was machen dafür, wir kriegen nichts geschenkt, auch in der kommenden Saison. Es heißt in jedem Spiel Vollgas geben, gegen den Ersten, genau wie gegen den Letzten. Wir müssen alle Spiele mit der gleichen Intensität angehen. Und was die Fans gezeigt haben, war überragend. Dort die grüne Wand, die dort gestanden habe, das war so, wie wir es uns dann auch für die kommende Saison wünschen. Ja, Fabian, erste Trainingseinheit zum Saisonauftakt. Wie waren die ersten 90, 100 Minuten? Ja, war gut wieder reinzukommen. Am Anfang sicherlich sehr anstrengend, gerade weil wir auch ein längeres Spiel gemacht haben. Aber zum Reinkommen denke ich mal in Ordnung und ab morgen starten wir dann, glaube ich, noch ein bisschen härter. Hattest du in der Sommerpause Gelegenheit, so ein bisschen auszuspannen oder hat man da immer noch Fußball im Kopf, gerade wenn es auch zum neuen Verein geht? Nee, ich habe schon ausspannen können. Ich hatte 5 Wochen frei, war 10 Tage im Urlaub und habe es natürlich verfolgt, was hier noch an Transfers getätigt wurde. Aber ja, grundsätzlich habe ich schon ordentlich abgeschaltet, ja. Vorbereitungszeit ist nicht immer die Lieblingszeit der Spieler. Wie stehst du dazu? Gehört dazu üble Notwendigkeit oder ich freue mich drauf? Ja, gehört irgendwo dazu. Freuen tue ich mich jetzt nicht drauf, aber es gehört dazu und wir müssen alle unsere Fitness erlangen und dazu brauchen wir die Vorbereitung, weil sonst können wir auch keine erfolgreiche Saison spielen. Mart, Sommerpause rum, es geht wieder los. Trainingsauftakt heute, hinter dir sieht man so ein bisschen dunkle Wolken. Kommt euch aber, glaube ich, in der Vorbereitung so ein bisschen entgegen, wenn es ans Schwitzen geht, oder? Es tut gut, mal eine Sommervorbereitung zu starten bei nicht 30 Grad plus. Also von daher, so darf es gerne bleiben, aber ich habe jetzt mal reingeschaut. Es soll auch die nächsten Tage mal 30 Grad dabei sein. Aber na gut, ist halt so, gehört dazu. Wir haben ein paar Wochen Vorbereitung, bevor die Runde losgeht. Ist nicht immer, habe ich Fabian auch schon gefragt, ist nicht immer die Lieblingszeit der Spieler. Wie ist das so für dich? Du bist ja auch ein Führungsspieler. Kommen da noch andere Aufgaben auf dich zu, die Jungs mitzunehmen, mitzumotivieren? Ja, das ist klar, aber da muss man auch kein Führungsspieler für sein. Das erwarte ich von jedem, dass man da auch, wenn einer mal durchhängt, wenn er mal müde ist oder so, dass man den dann mitschleift, sage ich mal, gerade die ersten 3-4 Wochen gehört dazu. Da muss man bluten, schwitzen und ja, die Wochen, die kriegt jeder rum. Danach geht es in den Wettkampf und darauf freut sich jeder. Bevor wir zu Spielformen kommen, Trainingsspiele kommen, dauert ja noch so ein paar Tage. Aber wie war so jetzt dein erster Eindruck von diesen ersten Minuten? Wie gefällt dir die Truppe? Gerade die Neuzugänge, hat man da jetzt schon Gelegenheit gehabt, sich vorher auszutauschen oder passiert das jetzt erst nach und nach? Ja gut, also die Jungs, die halt schon länger im Geschäft dabei sind, die kennt man dann auch schon von einigen Duellen gegeneinander oder zum Beispiel mit Eisel habe ich auch früher schon in der VfB-Jugend zusammengespielt. Die Jungs, die ich nicht kannte, die lernt man jetzt kennen, da reicht eine Einheit nicht, auch für die Automatismen, aber wie gesagt, die Truppe ist einwandfrei, der erste Eindruck fantastisch, von daher, ich freue mich auf die kommenden Tage, Wochen.